weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Vorfahren erstmals die mörderische Kraft von Stein und Knochen im Wissen wird nachlassen. Im Namen Gottes. Weil das dauert mir zu lange. Und dabei sind wir noch nicht einmal fertig. Oh. Mit ihm jetzt nach River City laufen, was der wie. Warte mal, wenn wir Glück haben, ist kein Feind in der Nähe. Wir ziehen uns jetzt einfach einmal um. Da ist ein Joghurtbär. Trifft sie? Ja. Sehr gut. Die Level-Obergrenze ist 30, gell? Also nur, dass du Bescheid weißt. Also das werden das Ganze ein bisschen abkürzen. Weißt was? Wir werden trotzdem nochmal kurz nach Megaton reisen. Der Papi kommt dennoch, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Aber wir müssen uns jetzt mal ausruhen. Und dann am nächsten Tag weiterreisen. Mhm. Ja, ja, willkommen zurück, ich weiß. 10 Stunden, das wird überreichen. Zu Hause. Ich muss schon wieder weiter, Cosworth. Ich bin gerade am überlegen, ob wir nicht Dings machen. Ob wir uns für der Wahl nicht mit Sprache plus 5 ausrüsten. Sprache plus 15. Ja. Das machen wir. Ja. Trini. Warte mal, wo ist denn. Da müssen wir mal. Ganz sicher bin ich mir jetzt nicht.
Science Lab. Genau. Einmal rechts und einmal links, geradeaus und hinein. Ich sagte doch, es würde funktionieren, Madison. Und jetzt kann ich es Ihnen beweisen. James, Sie sind zurück. Und zwar mit guten Nachrichten. Ich hatte recht, was Braun und das GEEK anbelangt. Wenn wir eines finden, nehmen wir den Aufbereiter in Betrieb. Ich möchte Ihnen ja glauben, James. Wirklich. Aber es kommt alles so plötzlich. Madison, ich sage Ihnen, es wird funktionieren. Ich habe mit Braun selbst gesprochen und er hat es bestätigt. Verstehen Sie? Das ist unsere Chance. Ich weiß nicht, James. Es sind so viele Jahre vergangen. Ist es den Versuch wirklich wert? Die Aussicht, die Lebensumstände jedes einzelnen Ödlandbewohners zu verbessern, ist allemal einen Versuch wert. Was könnte wichtiger sein? Sie haben nichts von Ihrer Leidenschaft eingebüßt, was, James? Für mich ist das hier wichtiger denn je, Madison. Und ich weiß, dass es Ihnen auch wichtig ist. Bringen wir es gemeinsam zu Ende. James, wir haben keinen GEEK. Ich kann ein Team zusammenstellen, aber wir müssen beweisen, dass es funktioniert, damit die Leute uns glauben. Ich weiß, daran habe ich auch gedacht. Im Labor stehen ein paar Vorkriegscomputer, die wir damals gefunden hatten. Vielleicht bringen sie uns etwas. Den letzten Berichten zufolge gibt es keinen Strom in der Anlage. Auch wenn einer der Computer eine Datenbank hätte, wäre kein Zugriff möglich. Deswegen gehen wir jetzt gleich rüber und tun unser Bestes, um das Ding in Betrieb zu setzen. Sie wissen, wenn mich jemand anderer als Sie darum bitten würde, würde ich ihn eigenhändig aus River City rauswerfen. Sie wissen, dass ich nicht hier wäre, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es funktionieren wird. Es ist soweit, Madison. Zur Hölle mit Ihnen, James. Wenn das hier vorbei ist, schulden Sie mir einen Drink. Ich werde die Mannschaft zusammentrommeln. Vielen Dank, Madison. Es ist schön, wieder mit Ihnen arbeiten zu können. Hallo. Brauchen Sie etwas? Wir müssen zum Projekt Purity zurück. Mit dem Computer dort haben wir die beste Chance, ein GEEK-Modul zu finden. Okay, machen wir uns auf den Weg. Das ist mein Mädchen. Es wird schön sein, Seite an Seite mit dir zusammenzuarbeiten, mein Schatz. Gestern gab es irgendeinen Kampf in der Stadt. Die Torwache meinte, es wurde über eine Stunde lang geschossen. Hallo. Deswegen bin ich froh, hier zu sein. Gutes altes City. Ja. Ich auch. Nichts dringt durch diese Wände. Zu den Wissenschaftlern im Projekt Purity stoßen. Ja, wir werden einmal dazu stoßen. Und ja, dazu stoßen. Ja, hätte ich auch gesagt, gell? Ist alles in Ordnung? Ja, natürlich. Du brauchst nur noch Kommandati. Ja. Hallo. Begrüße. Marktplatz. Brauchen wir irgendwas? Brauchen Sie etwas? Hallo? Das Einzige, was ich für euch brauche, meine Uhr! Was? Da ist eine Bar? Was darf denn sein? Whisky und Wasser, aber nur ganz wenig Wasser. Ja? Tammy, okay. Na, da schaut's aus. Rammt's zusammen! Ihr Schweindeln! Jetzt schau ich noch gerade, vielleicht liegt ja da irgendwas immer dumm, was wir brauchen könnten. Nö, dem ist nicht so. Na gut. Und los ist da auch nichts. Langweilig. Was ist da? Brauchen Sie etwas? Ja, ich störe dich eh nicht, wenn du aufs Häusl musst. Da waren wir gerade. Gott segne Sie. Ja, ja. Ich hab's leider nicht so mit Gott. Tut mir leid. Hallo, mein Schatz. Ja, ja. Du kannst mir bald schatzeln, du.
Die Perücke da mal runter. Wie schaut denn das aus? Ah, das ist das. Okay, das geht. Ja, das können wir lassen. Oh Gott! Bis die anzahlen, Alter, bis die da sind, ist, weiß ich nicht. Ist jetzt im Sommer bald Weihnachten. Obwohl, wir könnten eigentlich schnell reisen. Ich glaube, die bürsten noch ein bisschen. Na gut. Also, ich zeige euch noch was. So. Warte mal, schau her. So groß ist die Welt noch. Und es gibt noch viel zu tun. Und das ist der nächste Teil von Washington, den ich mir ausschauen will. Das müsste der sein. Nein. Der. Nein. Der. Ja. Genau. In die Richtung. Wurscht. Eins nach dem anderen. Und ich glaube, wir treffen wieder auf Supermutanten. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ja, da hat er schon mal gut Vorarbeit geleistet. Alter Vater. Oh Gott, das ist... Hallo! Ja? Brauchen Sie etwas? Ich will dich nicht hinhalten, aber wir müssen das Ziel des Projekts Purity erreichen. Alles andere hat Zeit bis später. Ich will dich nicht hinhalten, aber wir müssen das Ziel des Projekts Purity erreichen. Alles andere hat Zeit bis später. Ja, ja. Es ist nur gut, dass da alles respawnt. Braucht man das? Leer. Leer. Ich will dich nicht hinhalten, aber wir müssen das Ziel... Ja, es geht so alles so langsam. Mei. Brauchen Sie etwas? Etwas tollpatschig unterwegs heute, was? Nein, ich bin gelangweilt. Ich bin gelangweilt. NPCs nachlaufen ist scheiße. Ist alles in Ordnung? Brauchen Sie etwas? Festen Dillos. Da, tipp ein irgendwas. Oh Gott! Ist alles in Ordnung? Boah, tu irgendwas, Depper da.
Wir sind hier, wo alles angefangen hat. Erinnerst du dich noch an die Lieblingsstelle deiner Mutter? Offenbarung 21, Vers 6. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Den Durstigen werde ich umsonst vom Wasser des Lebens trinken lassen. Verstehst du denn nicht? Das ist der Sinn des Ganzen. Das Wasser, der Aufbereiter, das ist das Wasser des Lebens. Der Traum deiner Mutter. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Machen wir uns an die Arbeit. Es gibt viel zu tun. Das ist Alpha, das ist Omega und das ist ein Gezeter. Das Projekt wurde kurz nach deiner Geburt aufgegeben. Seitdem haben sich die Dinge hier verschlechtert. Außerdem gab es hier eine Überschwemmung. Du musst die Hochwasserschutzpumpen erreichen und sie aktivieren, damit wir das Wasser abpumpen und an den Zentralrechner herankommen können. Wo muss ich hingehen? Da bei der Überschwemmung die automatischen Türen geschlossen wurden, musst du die Zugangstunnels benutzen, um die Pumpen zu erreichen. Mhm. Hallo. Ja, lass mich vorbei, bevor ich so richtig ungemütlich werde. Aber so murzrichtig. Dann hau ich euch eine. So. Gut. Hallo. Grüße. Dann hau ich alle nieder. Nieder und Sternhagel blau. Gut. Ja, Entschuldigung, aber ich hasse Missionen, wo ich an NPC hinten nachlaufen muss. Das ist für mich so ziemlich das Sinnloseste, was du überhaupt machen kannst. Aber leider muss ich sagen, bestehen 95% der Bethesda-Spiele aus so einem Scheiß. Den kannst du mir nicht gleich mitgeben, du Vollidiot. Nö, die kann er nicht gleich mitgeben. Nö, dann müssen wir jetzt wieder zurücklaufen, nur diese Sicherungen holen und dann müssen wir uns da wieder irgendwo einen Weg durchbahnen. Tati, ich glaube, das in diesem, ich glaube, ich hätte so ihn in den Wald unten liegen lassen, in der Tranquility Lane. Dödel, du. Du verdödelter Dillo! Hallo! Begrüße! Das ist eigentlich ein Teamner, das sind Schnorchnosen. Hallo! Ich habe viel Gutes über dich gehört. Ist das wahr? Hast du wirklich die Bombe in Megaton entschärft? Ja. Ich bin sehr stolz auf dich. Auch wenn du dich in Gefahr begeben hast. Sei da draußen bitte vorsichtig. Das ist eine gefährliche Welt. Wesentlich gefährlicher als alles, was die Menschen in der Vault darüber wissen. Hast du etwas von Sicherungen gesagt? Genau. Durch die Überschwemmung sind ein paar der Sicherungskästen unten durchgebrannt. Einer davon steuert bestimmte automatische Türen. Hier, nimm diese Sicherungen. Der Kasten befindet sich hinten im unteren Kellergeschoss im östlichen Teil des Stockwerks. Sobald du die Sicherungen ausgewechselt hast, kannst du den Zentralrechner erreichen. Ich muss los. Pass gut auf dich auf, Schatz. Ja. Pass du eher auf die auf und schau, dass die Enklave nicht kommt. Hab jetzt was gespoilert? Böser Bube. Christi. Ich muss aber offen ehrlich gesagt gestehen, ab und zu stehe auf so Geschichten. Da ist zwar nicht viel dahinter, aber es gibt halt Momente, das ist halt einfach.
kapiere jetzt nicht. Im östlichen Teil. I- und Wegbeschreibungen, das ist halt einmal so eine Geschichte. Warte mal, wie ist denn das, wo ist denn das, wie ist denn das jetzt gegangen? Zentralrechner hochfahren. Dati, hast du mir irgendwas verschwiegen? Ich glaube, das, was sich unser Fati nennt, hat in der Vault einen über den Deckel bekommen, ja. Schauen wir mal. Irgendwo muss der Zentralrechner mal drum geistern. Himmelarsch, wo ist denn das bitte? Puh. Ich verlauf mich jedes Mal da herunten. Warte mal. Mainframe. Sagt, dass eines der Einlassrohre verstopft ist. Die Verstopfung liegt auf dem Rückweg. Geh zurück ins Museumsgeschoss und ruf mich über die Sprechanlage an, wenn du da bist. Ich muss los. Weiter so, mein Schatz. Ja. Ja. Melodramatik pur, Alter. Das letzte Mal, wenn wir da waren, waren wir schon da unten. Das Einzige, was nicht ganz mitmacht, ist mein Gehirn. Jenes sämtliche Informationen ad acta gelegt hat. Überlebenswichtige Informationen sind weg. Ja. Hä? Jetzt müssen wir nochmal schauen, aber ich glaube, wir müssen nochmal auf. Noch einmal, kapiere jetzt nicht ganz. Nö.
Hallo. Ja, hallo. Nö. Hä? Ah ja. Die Pumpensteuerung. Siebpumpe. Okay, jetzt können wir es mit deinem Klavier anlegen. Geil. Der Tag ist so im Arsch. Tag ist im Arsch, dir sag es. Ja, das muss, so viel Zeit muss sein, in leere Truhen zu schmökern. Warte mal kurz. Weil die nächste Stunde wird jetzt relativ laut, oder die nächste halbe Stunde. Ja, das hast du. Wortwörtlich, mein Freund. Wir können uns leider noch nicht anziehen. Wir müssen mit der Bruderschaft reden, dass uns die das beibringen. Ja, wir nehmen dabei. Ja. Das ist ja unsere einzige Waffe, was so richtig geilen Schaden macht. Und wir werden uns mit der Enklave anlegen. Wir werden ihnen ihre eitrigen Zähne ziehen. Ja, ja, halt's mal, du Klopfer. Ich habe versagt. Ja, ich wiederhole mich nur ungern. Du hast versagt, mein Freund. Aber bei der Enklave dürften ziemlich viele Säufer sein. Und wie du siehst, extrem fett Erfahrungspunkte geben dir. Herzlich willkommen zurück bei Fallout 3. Ich weiß, es war gemeiner Cut das letzte Mal. Das ist ein privates, aber jetzt geht's weiter in der Story. Der Zuständigkeit der Enklave. Ich möchte Sie daher bitten, sich sofort zurückzuziehen. Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie hier verantwortlich sind? Ja, ich zeichne für dieses Projekt verantwortlich. Ich wiederhole. Hiermit befehle ich Ihnen, alle Materialien im Zusammenhang mit dem Aufbereiter auszuhändigen. Es tut mir leid, aber das...
Darüber hinaus werden Sie die Enklavenwissenschaftler unterstützen, die Kontrolle über die Verwaltung und den Betrieb dieser Anlage zu übernehmen. Colonel, Sie sind doch Colonel. Tut mir leid, aber die Anlage ist nicht in Betrieb. Das war sie nie. Ich fürchte, Sie verschwenden nur Ihre Zeit. Zum letzten Mal treten Sie sofort ab und übergeben Sie uns die Kontrolle über diese Anlage. Colonel, ich versichere Ihnen, dass diese Anlage nicht funktionieren wird. Es ist uns nicht gelungen, die Testergebnisse zu wiederholen. Ich schlage vor, Sie fügen sich umgehend, um weitere Vorfälle zu vermeiden. Haben wir uns verstanden? Ja, Colonel. Ich mache, was immer Sie wünschen. Es wird keine weitere Gewalt notwendig sein. Dann händigen Sie uns alle Materialien im Zusammenhang mit diesem Projekt unverzüglich aus und unterstützen uns bei der sofortigen Inbetriebnahme. Nun gut. Ich brauche nur ein paar Minuten, um das System hochzufahren. Meine Geduld findet langsam ein Ende. Nur noch eine Minute, dann bin ich fertig. Weg. Schnell weg! Nein. Was macht denn der da drin? Was macht der... James. Er ist weg. Wir müssen von hier verschwinden. Als nächstes werden sie uns an den Kragen gehen. Wir müssen sofort hier raus. Ja, wir kennen den Vater nicht. Was zum Teufel ist gerade passiert? James. Ihr Vater hat eine Überlastung verursacht. Er opferte sich, damit die Enklave den Aufbereiter nicht bekommt und wir die Zeit zur Flucht haben. Es werden noch mehr kommen. Wir müssen hier verschwinden, bevor sie uns finden. Sonst ist ihr Vater umsonst gestorben. Ja, wir kennen ihn nicht außer Hunder. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Es gibt einen alten Tunnel, der uns an einen sicheren Ort führen wird. Wir haben ihn nur einmal als Fluchtweg benutzt, aber das ist schon lange her. Ich hoffe, dass jeder noch weiß, wie man dorthin kommt. Es bleibt keine Zeit dazu, alle zusammenzutrommeln. Los, schnell, mir nach! Your ladies first. Ciao, Papi. Naja. Mach's gut. Grüß Mami. Makaber, gell? Beetle heute, oder? Wir müssen fliehen, solange wir das noch können. Ja, dann... Hallo! Was ist passiert? Nix, ihr Pfeifen. Gehen Sie nicht weg. Wir werden Sie brauchen. Wohin jetzt? Dieser Tunnel führt in die Zitadelle. Die Festung der Stählernen Bruderschaft. Dort sind wir wahrscheinlich in Sicherheit, falls wir es schaffen. Was ist da vorne? Sie wirken nervös. Ich habe nicht die geringste Ahnung, worauf wir da vorne stoßen werden. Das ist das Problem. Diese Tunnels werden schon lange nicht mehr benutzt. Aber wir können nicht hierbleiben. Die Enklave wird uns irgendwann finden. Wir müssen weiter. Haben Sie einen Plan? Wir müssen zusammenbleiben und zusehen, den Tunnel so schnell wie möglich hinter uns zu bringen. Wir sind erst sicher, wenn wir das andere Ende erreicht haben. Gehen Sie nicht zu weit voraus. Wir bleiben dicht hinter Ihnen. Weiter geht's. Mir nach. Wir sind dicht hinter Ihnen. Seien Sie vorsichtig. Ja, ja. Auf mich darf ja geschossen werden, weil ich bin ja unverzichtbar, ne? Ah, ich bin ja verzichtbar. Aus dem Munde Ihres Präsidenten John Henry Eden direkt in Ihr Herz. Das Benehmen der Frauen ist, dass Sie... Ja, dieser Henry Eden geht mir schon langsam auf die Nudel. So, ich weiß nicht, ob du diese Episode jemals sehen wirst, Ronny, aber du wirst heute sehen, was der große Unterschied ist zwischen der Bruderschaft in Fallout 3 und in Fallout 4. Weg damit. Brauchst du einen Staubsauger? Das ist ein Dyson. So. Da links.
Was ist da? Da vorne ist eine verschlossene Tür. Ich kann sie zwar öffnen, aber das wird einige Zeit dauern. Logisch. Hilfe! War klar, oder? Dass das wieder etwaig dauern wird. Ja. Na gut. Ich glaub, Ärm da wie ich mal früher. Ich wurde natürlich gefährdet. Sachte, sachte, Vorsicht! Ich kann nicht sachte, ich werde sonst getötet, du Trottel. Wenn NPCs zum Scheißen zu blöd sind, dann kommt sowas dabei aus, so dir sag es. Doch! Ich weiß nicht, was für Waffen das wir nehmen sollen. Wir sind leider noch immer ein bisschen zu schwach auf der Brust. Wir gehen zuerst auf Ärm. Au! Ich habe versagt. Ja, du hast was. Es wird gefeuert. Madison, du alte Schlumpschachtel, bist fertig. Ich hoffe's für die. Ich hoffe's für sie, dass sie fertig ist, wenn wir jetzt zurückkommen. Also das muss es leider eliminieren. Die ganzen Minen können sie sich aufs Arscherl picken. Okay, wir müssen durch. Fliehen, solange wir das noch können. Ja, dann komm, du Zaug. Kurz einen Blick. Ich weiß nicht, was schlimmer ist: Enklave oder Ghule. Es buggt gerade ein bisschen. So. Ah. Und warum backst du gerade ein bisschen mal dumm? Okay, wir müssen schauen, ich muss mal schauen, was da jetzt hat. So. Ich hoffe, das jetzt besser ist. Was ist, krieg ein Blutrausch. Ja. Nur für euch. Wir haben eine wichtige Durchsage von allgemeinem Interesse. Bitte hört gut zu.
Ja, bitte. Nur eine freundliche Erinnerung an alle Möchtegern-Ghul-Hasser da draußen. Auch Ghule sind Menschen. Wisst ihr, Leute, Ghule sind nichts anderes als Menschen, die extremster Strahlung ausgesetzt waren und trotzdem nicht das Glück hatten, zu sterben. Ja. Auch wenn sie aussehen wie... Sehr gut. Oh. Das wird noch ein Weilchen dauern, bis wir bei der Zitadelle sind. Diese Reise ist noch lange nicht vorbei. Wir können nicht weitergehen, wir müssen anhalten. Wieso sollten wir jetzt anhalten? Gaza hat einen Herzfehler. Er braucht Arznei, sonst schafft er es vielleicht nicht. Ich gehe erst weiter, wenn er die Arznei hat, die er braucht. Ja, wie kann ich helfen? Ich habe nicht genug medizinische Vorräte bei mir. Sonst wäre das alles kein Problem. Falls Sie Stimpaks dabei haben, dann geben Sie sie mir bitte. Hier ein paar Stimpaks, die ihn durchbringen sollten. Ja, das sollte genügen. Er braucht trotzdem ärztliche Hilfe, wenn wir die Zitadelle erreicht haben. Aber er wird zumindest bis dorthin durchhalten. Danke. Lassen Sie mich kurz verschnaufen, dann können wir weiter. Gaza, hier. Damit werden Sie sich besser fühlen. Wenn Sehr gut. Einmal in der Zitadelle sind, Danke, Dr. Lee. Es geht mir schon besser. Gehen wir weiter und verlieren hier keine Zeit mehr. So, weiter geht's. Da kommen die nächsten, ich glaube, da kommt die nächste Welle an Enklave-Deppen. Bin mir unschlüssig, wie das jetzt angeht. Wir werden das einmal probieren, so, okay. Wenn's funktioniert, drückt's mir die Daumen. Nö, es hat nicht funktioniert. Brich auf. Mensch, ist die dusselig, die Alte. Au. Au. Ah Gott, ich hätte die Dings mitnehmen. Die Minigun. Aber das konnte ich ja nicht wissen. Brauche ich wieder Stimpaks. Ja sicher, Ärmel ausschießen. Nein, Mädel. Das erinnert mich eher so ein bisschen an die nackte Kanone oder die nackte Pistole. 2 Meter, der eine hinter der Bank versteckt, der andere hinter einem Mistkiebel. Und treffen sie nicht. Au. Hält man aus. Aber nicht mehr viel. Was ist da? Leer. Toll. Ich will nicht viel im Leben. Nur einmal ein bisschen Glück. Oh Gott.
Die Idioten, Anna. Herrlich. Weißt du was? Den nehmen wir mit. Man weiß nicht, wie was. Okay, 44er Magnum. Schön. Was ist da alles? Ah. Na, Dukti. Right away. Brauchen wir. Das ist die Drogen nehmen wir. Nicht das Glas, es ist Heiselwasser saufen. Mei. Mädel, mach mich nicht schwach heute, bitte nicht. Metallhelm brauchen wir nicht. Aha, ist da. Enklavehaberer von Dings fertig gemacht worden, von Ghoul oder was? Ja, was hilft einem die große Technik, wenn man selbst mit Ghoul nicht fertig wird? So. Er schreit Hilfe, aber mich, ich werde angegriffen, weißt? Ach ja, Madison, du bist ja so nutzlos eigentlich. Na gut. Ist akzeptiert, wir gehen unseren Weg. Wir müssen. Bruderschaft! Das hier ist nicht für Touristen. Zivilisten nach oben, sofort. Musik. Und in Fallout New Vegas ist die Bruderschaft sowieso gleich unnötig, so gesehen. Weil von der Größe her hat sie in Fallout New Vegas absolut keine Chance gegen Caesar's Legion. Okay, Maddox, Chat. Sonst gibt's da nix. Die Zitadelle. Jedes Mal langsam. Irgendwelchen NPCs hinten nachlaufen wegen der Melodramatik. Ich bin Dr. Madison Lee. Ich habe Leute bei mir, die Schutz und Unterkunft brauchen. Die benötigen dringend Zutritt. Es tut mir leid, für unbefugte Zivilisten besteht kein Zutritt zur Zitadelle. Bitte verlassen Sie sofort die Anlage. Lions, ich weiß, dass Sie da drin sind. Ich weiß, Sie können mich hören. Öffnen Sie diese gottverdammte Tür, sofort! Die
Gesellschaft steht zu ihren Diensten. So, jetzt nochmal an dich gerichtet, Ronny. Solltest du das sehen? Wir können jetzt nicht anhalten. Wir müssen weiter. Du wirst gleich den liebenswürdigen... Du weißt, wie der Maxen war. Oder Maxen ist. Du lernst jetzt seinen Vorgänger kennen in Ältesten Lions. Ist mir sehr sympathisch, der Kerl. Ihre Anwesenheit ehrt uns. Ich doch nicht. Madison, ich bin überrascht, Sie hier zu sehen. Was kann ich für Sie tun? Seien Sie doch nicht überheblich, Lions. Ich wusste nicht, an wen ich mich sonst wenden soll. Wir brauchen Hilfe. Projekt Purity wurde überfallen. Ich habe die Berichte über den Zwischenfall dort gehört. Gibt es irgendwelche genaueren Informationen? Die Enklave. Sie haben das Projekt Purity angegriffen. James ist tot. Und vielleicht noch andere. Ich weiß es nicht. Es muss etwas geschehen. Dann ist es so, wie wir befürchtet haben, Madison. Es tut mir leid, dass es so gekommen ist. Ich wünschte, wir hätten etwas dagegen tun können. Es ist noch nicht zu spät. Sie haben den Aufbereiter in Ihren Händen. Lions, wir dürfen nicht die Kontrolle darüber verlieren. Immer mit der Ruhe. Wir wissen doch alle, dass der Aufbereiter nicht funktioniert. Für die ist er wertlos. Vielleicht sollten wir es lassen. Das ist nicht wahr. James, er hat herausgefunden, was gefehlt hat. Wir wissen, wie wir das Ding zum Laufen bringen. Ist das wirklich wahr? Weiß das die Enklave auch? Nein, ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß einfach nicht mehr, was vor sich geht. Alles klar, Madison. Das kriegen wir schon. Das ist James' Tochter, nehme ich an. Die Ähnlichkeit ist nicht zu übersehen. Ja, und sie weiß, was wir brauchen. Walltech-Computer. Etwas, um Ausrüstung zu finden. Sie braucht Unterstützung. Nun gut, wir werden eine Lösung finden. Ich muss mich ausruhen. Kurz hinlegen oder irgendwas. Das ist einfach zu viel. Rothschild sollte Ihnen helfen. Aber bedenken Sie, er gehört zur Bruderschaft. Ich habe denen nie vertraut. Passen Sie auf, was Sie denen erzählen. Wie sieht's aus? Die Stärke der Enklave liegt bei 100%. Sie erhalten von irgendwoher Verstärkung, aber die Position ihres Hauptquartiers wurde noch nicht lokalisiert. Ich verstehe. Man kann ja sagen von der Bruderschaft, was man will. Man kann auch von ihrer halten, was man will. Aber durch den Lions ist sie mir in dem Teil sympathischer wie in Fallout 4. Hey, dafür bin ich doch da. Aber jetzt sollten wir zu unseren Aufgaben zurückkehren. Roger. In der nächsten Zeit... Ja, wo müssen wir jetzt hin? Ältester Lions, Sir. Wir müssen zu einem Rotkind. Ja, wir werden jetzt einmal eine gewisse Zeit da verbringen. Wir werden uns auch da wieder neu ausrüsten und so einen Schaß. Und wir werden auch lernen, mit der Powerrüstung zu marschieren. Labor. Wie ihr sehen könnt, Liberty Prime. Ah, das ist der Idiot. Lassen Sie mich zuallererst sagen, wie leid es mir tut. Ich habe Ihren Vater kennengelernt, vor vielen Jahren. Die Welt hat einen ihrer letzten Visionäre verloren. Danke fürs Verständnis. Gern geschehen. Nun ja, Dr. Lee hat mich über Ihre missliche Lage aufgeklärt. Sie benötigen eine gewisse Vault-Tech-Ausrüstung? Mein Vater hat nach etwas namens Geek gesucht. Haben Sie so etwas? Ein GEEK? Gütiger Himmel. So etwas habe ich sicher nicht. Ich muss Ihnen sagen, dass viele Leute bezweifeln, dass es so ein Gerät überhaupt gibt. Geschweige denn, dass es funktioniert. Wenn Sie allerdings mit derselben Entschiedenheit auftreten wie Ihr Vater, könnte ich Ihnen vielleicht behilflich sein, eines zu finden.
Also kennen Sie einen möglichen... mir läuft die Zeit davon. Legen wir los. Das stimmt eigentlich nicht. Also kennen Sie einen möglichen Fundort? Ja, vielleicht kann ich Ihnen helfen. Leider aber nicht persönlich, da Dr. Lee mich dringend an anderer Stelle braucht. Ich kann Ihnen jedoch Zugriff auf einen alten Vorkriegscomputer von Vault-Tec geben. Vielleicht finden Sie darauf die benötigten Informationen. Sie finden das Terminal im Archiv im A-Ring. Danke für die Hilfe. Keine Ursache. Wenn Sie weitere Unterstützung brauchen, kommen Sie wieder. Ich kann Ihnen unter Umständen helfen. Warte mal, jetzt überlege ich noch gerade, ist das... Warte mal. Na, das ist in Fallout New Vegas. Musst Terminal hacken musst vor der Bruderschaft. Wir haben die ganze Zeit versucht, Technologie zu erwerben, sehen aber im Vergleich zur Enklave wie Neandertaler aus. Das ist nicht zufriedenstellend. Na bitte. Aber im Prinzip, im Grundkern... Ihre Anwesenheit ehrt uns. Im Grundkern ist die Bruderschaft aber dennoch, Technologie besessen. Das sind's im Grundkern. Nur, dass sie halt da ein bisschen mehr Empathie haben. Durch ein, so kommt es mir halt vor, durch ein Genossen Dingenskirchen da. Durch ein Lions. Das wollte ich sagen. Im A-Ring. Aber ich möchte doch mal kurz mit dem Herrn Genossen reden. Steht zu Ihren Diensten. Dankeschön, Meister der Pudelmütze. Willkommen. Wow. Wisst ihr, was jetzt geil wäre? Eine saftige Belohnung. Krampfmesser, A-Ring, B-Ring, C-Ring. Und noch ein Ding im Augenring. Was hast du da Schönes? Haben Sie mal einen Augenblick Zeit? Fahren Sie fort. Klingt das fein genug? Gibt es etwas, der Zitterer vor mir, niederträchtiger Supermutant. Dein Ende nach. Wer bist du? Wächterin Lyons. Sie schaffen es immer wieder, sich in ein Schlamassel reinzureiten, was? Willkommen in der Zitadelle. Hier sind noch nicht viele Zivilisten gewesen. I found a Brotherhood Holotech, what should I do with it? Hä? Fragen Sie die Gelehrte Jameson. Sie bewahrt unsere Schriftrollen auf und wird wissen wollen, was Sie gefunden haben. Okay, wo finde ich Gelehrte Jameson? Sie verbringt die meiste Zeit im Archiv in Ring A, nahe der großen Halle. Kann mich jemand in der Zitadelle im Tragen von Powerrüstung trainieren? Paladin Ghani unterweist alle Neulinge in der Verwendung der Powerrüstung. Aber erst nachdem sie einem harten Training unterzogen wurden. In Anbetracht dessen, was sich alles zugetragen hat, gibt ihnen mein Vater vielleicht eine Sondergenehmigung. Sie müssen ihn jedoch selbst fragen. Also, irgendwelche Kommentare zur Enklave? Ich habe die Berichte gelesen und die ersten Scans gesehen, kann es aber nur schwer glauben. Ich hatte gedacht, diese Radiosendungen wären nur alte Aufnahmen. Ich hätte nie geglaubt, dass die Enklave wirklich einmal auftauchen würde. Keine Sorge. Egal, was Sie versuchen, wir sind bereit. Ich lasse morgen die Pride antreten, damit sie die Enklave vernichtet, falls Vater es erlaubt. Möchten Sie mir etwas über Supermutanten erzählen? Sie haben sie doch gesehen, also wissen Sie so viel wie wir. Was soll ich noch mehr sagen? Wenn wir herausfinden können, woher sie kommen, können wir sie vielleicht aufhalten. Wenn nicht... Was gibt es über Lyons Pride zu sagen? Das ist die unangefochtene Oberelite der Bruderschaft. Ohne meine Zusage kommt hier keiner rein. Auf Wiedersehen. Im Namen meines Vaters sage ich Ihnen Lebewohl. Lindere, was soll dieses Gerät? Die Bruderschaft steht. Ich habe geübt. Wir sind schließlich ein Ritterorden, oder? Zu ihrem Dienst. Ich dachte, wir sollten den Teil sprechen. Ich möchte wie der älteste Lyons klingen. Der älteste Lyons hört sich nicht so an. Sie sind ein Idiot. Ihre Anwesenheit ehrt uns. Ich werde mit jemand anders üben. Rothschild. Seien Sie gegrüßt.
Ja, begrüße, Gemüse. Armory. Ja, wir werden jetzt eine Zeit da verbringen. Mhm. Warte mal. Datenaufgaben. Die Spur wird aufgenommen. Nach Pitz, Gaza, Balaba, Basha, Balaba. Hala, 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 ha. Ah, das ist hell. Au, au, das tut dir weh, da kriegst du Augen-Aids. Nö. Holomarken der Bruderschaft. Schön, sehr schön. Holladi und hallara. Begrüße. Seien Sie gewiss. Ja, 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 ja. Wissen wir, danke. Ja. Bering. Courtyard. Armory Labor. Das ist. Zitadell-Labor? Hä? Dürfen wir da überhaupt ober, ohne dass wir erschossen werden? Achso, das ist... Ah, da steht der Liberty Prime. Okay, jetzt kenne ich mich aus. Jetzt kenne ich mich aus. Seien Sie gegrüßt. Ja, begrüße, Frau Wächter. Haben die da zur Volksbesprechung, oder? Seien Sie gegrüßt. Ja, die Bruderschaft ist auch sympathisch mit Kaffeemaschine. Mhm. Höret, höret. Hier kommt der Älteste. Ja, genau. Meine Worte, weitermachen. Und wer redet jetzt da? Hallo, ich hätte eine Frage. Fahren Sie fort. Also, wie stehen Sie mit einer taktischen, wie es mit diesen Enklaventypen aufnehmen? Schon die Powerrüstung der Enklave gesehen? Das ist die verbesserte Mark II. Anscheinend sind die Enklaventypen. Mein Beileid. Ihr Vater war ein guter Mann. Was wissen Sie über die Enklave? Ich weiß mehr als alle anderen, fürchte ich. Auf jeden Fall weiß ich, dass sie die größte Bedrohung ist, die das Ödland der Hauptstadt je gesehen hat. Wissen Sie, die stählerne Bruderschaft ist der Enklave schon zuvor begegnet. Vor über 30 Jahren in Kalifornien. Damals wurde sie von einem Präsidenten namens Richardson angeführt. Jetzt haben wir es mit diesem Eden zu tun. Die Enklave will nach wie vor nur kontrollieren und zerstören, während sie vorgibt, die Ordnung wiederherzustellen. Ihr Vater war nur der Anfang. Ich würde gerne mehr über die Bruderschaft erfahren. Die Bruderschaft ist eine alte Organisation und stammt aus den Jahren nach dem Krieg. Wir sind nur ein Teil davon. Was möchten Sie wissen? Wenn Sie nur ein Teil der Bruderschaft sind, wo ist dann der Rest? Die Bruderschaft begann an der Westküste, wo es sie immer noch gibt. Wir wurden vor vielen Jahren an diesen Ort gebracht. In Wahrheit hat die stählerne Bruderschaft seit Jahren Probleme, hier und zu Hause. Ehre, Wahrheit, Mut. Diese Tugenden scheinen in solch schweren Zeiten wenig Bedeutung zu haben, fürchte ich. Und das meine ich. Dieser Lions hat schon ganz einen anderen Bezug zu dem eigentlich, was die Bruderschaft eigentlich an Tugenden hat. Ne? Warum sind Sie hier im Ödland der Hauptstadt? Ah, das ist doch die eigentliche Frage, nicht wahr? Unser Auftrag war und ist das Sammeln aller fortgeschrittenen Technologien. Und diesem Auftrag folgen wir auch, soweit es uns möglich ist. Als ich aber das Ausmaß der Bedrohung durch die Supermutanten erkannte, hielt ich es für meine Pflicht, den Menschen bei ihrem Kampf zu helfen. Leider stimmen meine Vorgesetzten im Westen meiner Einschätzung nicht zu.
Sie meinen, dass ich mich zu sehr zur lokalen Bevölkerung hingezogen fühle. Auf jeden Fall hatten die Leute recht. Die Ankunft der Enklave ändert alles. Und genau deswegen ist mir die Bruderschaft in diesem Teil lieber wie in Teil 4. Wie lange sind Sie schon da? Wir sind vor über 20 Jahren angekommen. Und schon fast so lang versuchen wir, die Supermutanten zu verdrängen und auszurotten. Seit der Ankunft der Enklave habe ich das schreckliche Gefühl, dass die Supermutanten unsere kleinste Sorge sind. Gut, das ist alles, was ich wissen wollte. In Ordnung. Ich möchte um Genehmigung zum Power-Rüstungstraining nachsuchen. In Anbetracht der Umstände wäre es sicher eine kluge Vorsichtsmaßnahme, Ihnen ein derartiges Training zu geben. Reden Sie im Außenhof mit Gunny. Er zeigt Ihnen dann, wie die Power-Rüstung verwendet wird. Ich lasse ihm ausrichten, dass er die Genehmigung dazu hat. Sie werden ihn im Außenhof finden. Ich werde ihm sagen lassen, dass ich die Genehmigung erteilt habe. Ich muss los. Natürlich. Vielen herzlichen Dank. Jawohl, wir lernen Power-Rüstung tragen. Ich habe einen brauchbaren taktischen Plan, den wir besprechen können. Ich habe Sie zur Station gesendet. Seien Sie gegrüßt. Gelehrter. Die Stärke der Enklave liegt bei 100%. Gelehrter. Aber die Position Ihres Hauptquartiers wurde noch. Mich würde etwas interessieren. Was ist da entlang? Bering-Baracken. Willkommen. Der Gunny. Neuling, du hast vielleicht Nerven. Oh, entschuldigen Sie bitte, ich dachte, Sie seien einer dieser nutzlosen Neulinge. Ich schwöre, diese Kinder wären verloren, wenn ich nicht hier wäre, um ihnen den Hintern zu pudern. Was machen Sie hier? Mir wurde die Aufgabe anvertraut, aus diesen Pfeifen stählerne Brüder zu machen. Wegen der Bedrohung durch die Enklave werden Sie wahrscheinlich Ihren Dienst antreten müssen, bevor Sie den Eid abgelegt haben. Darum habe ich viel Arbeit vor mir. I found the Brotherhood. What should I do with it? Ah, da müssen wir ins Labor, gell? Fragen Sie die Gelehrte Jameson. Sie bewahrt unsere Schriftrollen auf und wird wissen wollen, was Sie gefunden haben. Okay, wo sie verbringt die meiste Zeit im Archiv, in Ring A, nahe der großen Halle. Okay. Da, können Sie mich im Tragen von Power-Rüstung trainieren? Hab schon gehört, dass Sie kommen. Ich trainiere Sie, aber nur ungern. Meine Neulinge schwitzen Blut und Sie soll ich einfach so durchlassen. Also, sind Sie bereit? Hören Sie, um die Power-Rüstung zu tragen, müssen Sie zuerst Ihre Muskeln entspannen. Lassen Sie den Anzug die ganze Arbeit tun. Klar? Jetzt Sie. Sie haben das Spezialtraining durchlaufen, das für die Bewegung in jeder Art von Power-Rüstung erforderlich ist. Wie kann ich helfen? Ich muss los. Entschuldigen Sie mich bitte, ich muss diesen Frischlingen zeigen, wie man gerade ausschießt. Geil, jetzt können wir Power-Rüstung tragen. Seien Sie gegrüßt. Hat der Artemis irgendeine Aufgabe? Bering-Baracken, das darf mich jetzt mal interessieren, wir dürfen da eh durchgehen. Seien Sie gegrüßt. Ja, gegrüße, Madame. Gibt es etwas, wobei... Seien Sie gegrüßt. Ich bin die Gelehrte Jameson. Es hat sich herumgesprochen, was Sie durchgemacht haben. Mein Beileid zu dem Verlust Ihres Vaters. Sagen Sie Bescheid, falls ich Ihnen helfen kann. Ich habe dieses Holo-Dingenskirchen. Ein Holoband? Oh je. Das wirft Licht auf eine traurige Angelegenheit der Bruderschaft. Doch vielleicht können Sie uns bei dieser Angelegenheit helfen. Falls Sie etwas Zeit haben, möchte ich Ihnen ein Angebot machen. Ja sicher. Gut. Wie Sie sicher bemerkt haben, ist die Bruderschaft in allen Ruinen Washingtons tätig. Oft vom Hauptstützpunkt hier in der Zitadelle getrennt. Da wir nur wenige Kommunikationseinrichtungen besitzen, arbeiten viele der Einsatzgruppen als unabhängige Zellen ohne direkte Befehle. Manchmal führen ihre Missionen leider zu ihrem Tod. Als Hüter der Schriftrollen ist es meine Pflicht, die Taten jedes gefallenen Bruders festzuhalten. Ohne Funkausrüstung ist nicht klar, was mit ihnen passiert. Ohne Funkgeräte weiß ich nicht, wo sie sind. Wenn ein Bruder im Einsatz fällt, gibt es vielleicht niemanden, der mir von seinem Tod berichten kann. In ruhigeren Zeiten konnten wir Boten schicken, um mehr von ihnen zu erfahren.
Aber mit so wenig Leuten können wir uns diesen Luxus nicht leisten. Und genau deshalb bin ich gezwungen, um Hilfe zu bitten. Jeder Bruder trägt eine Holomarke wie die hier. Sollten Sie einen gefallenen Bruder im Feld finden, bringen Sie mir bitte seine Marke, damit ich seine Heldentaten in den Schriften verewigen kann. Okay. Was sind das für Schriftrollen, die Sie erwähnt haben? Vom Bibliotheksleiter jedes Bruderschaftsbunkers werden Schriftrollen geführt. Die Schriftrollen sind Aufzeichnungen über die Bruderschaft selbst. In den Rollen sind die Namen und Taten aller Brüder verzeichnet. Kämpfe, die von ihnen geborgene Technologie, das Datum ihrer Beförderung, alles. Der letzte Eintrag für jeden Bruder betrifft seinen Tod. Das ist wichtig, denn wie ein Mann stirbt, ist genauso wichtig wie seine Werke. Auf diese Weise geht jeder Mann, der ehrenhaft der Bruderschaft dient, in unsere Geschichte ein, damit ihm alle gedenken, die nach ihm kommen. Wo bekomme ich Holomarken? Warum schicken Sie nicht Ihre eigenen Leute? Wo bekomme ich die Säcke? Reden wir über was anderes? Aber denken Sie daran, je mehr Erkennungsmarken Sie mir bringen, desto höher ist Ihre Belohnung. Ja, ja. Ich weiß, wie die Außenstehenden denken. Ja, ja. Das ist mir jetzt mal wurscht, das ist mir jetzt mal auch wurscht. Ich freue mich auf unsere nächste Begegnung. Ja, Madame, I wish you what und alles zusammen und hin und her und bla bla bla. Das ist ein großes bla bla bla. Ja, oder so, keine Ahnung. Wisst ihr was? Wir müssen aber jetzt mal schauen, dass wir unser Kind hinlegen. Ritter der Bruderschaft. Ritter der Bruderschaft. Die Luderschaft. Ha! Aus. Kenny. Aus! Das ist eine Baracke für die Schabracke. Aring Labor des Solar. Sawbones, Sägeknochen, ah, geiler Name eigentlich. Also, ich höre zu. Schon gehört, was die anderen erzählt haben? Über die Enklave. Seien Sie gegrüßt. Der gelehrte Peabody erzählte mir von diesen Plasmawaffen der Enklave. Die machen einen Schleimhaufen aus einem. Wie ja. Zur Hölle wehrt man sich dagegen? Das heißt also, wir werden alle sterben. Das ist, sehr aufbauend. Vielen Dank. Hey, dafür bin ich doch... Ältester Lions. Wir werden uns das einmal zu Gemüte führen. Sehr schwer. Ich wollte fragen. Ich höre zu. Ich habe gehört, wie älteste Lions und Rothschild sprach. Anscheinend macht sogar er sich Sorgen über die Enklave. Habe ich also Verfolgungswahn? Aha, wer raucht denn da? Alter, da schlafen, bei dem Ringeldangel da. Na, Kruzifix, ha? Okay, also ich muss ehrlich gesagt gestehen, ein sehr komfortabel eingerichtetes Nobelhotel. Nö. Keine Heftchen, kein gar nichts. Mit diesen Vertibirds können sie unglaublich schnell Personal transportieren. Das habe ich mir schon gedacht. Wie sieht's aus? Die Stärke der Enklave bei 100%. Aring, das Solar, was ist da? Ein weiterer glorreicher Tag in der Geschichte unseres. Danke für die Neuigkeit. Nö, das gefällt mir auch nicht. Das ist irgendwas. Das sind die Baracken. Aring. Schauen wir nochmal. Ich fühle mich gut, Sir. Ich verstehe jetzt, was Sie meinen. Wenn ich mich entspanne, dann ist das ist die Bibliothek. Oder auch Archivovic. Der Kampf findet nicht im Gehirn statt. Es geht um Leidenschaft, Instinkt und Überlebenswillen. Na bitte. Verstehe.
Es ist, wie Sie gesagt haben. Kein Mensch kann besiegt werden, solange er noch den Willen zum Überleben hat. Great Hall. Was haben wir da jetzt eigentlich noch für Aufgabe? Den Voltec-Computer im Zitadellenarchiv verwenden, um herauszufinden, wo sich ein Geg befindet. Ja, aber wo ist der Computer? Seien Sie gegrüßt. Voltec-Terminal, okay. Vault-Liste Washington und Umgebung. Aha. Ich lese euch da jetzt aber nicht alles vor, weil dann wird man nie fertig. Zurück. 87. Ausrüstungsangaben. Oh. Volt 87. Auch gut, ja. Volt 92. ...101... Fehler, okay, da ist nix. Personalzuweisungen gibt's auch nix, okay. Zugang verweigert, auch gut. Ja, Papi, was hast denn da? Was hast denn da gedeichselt, hä? Jetzt stellt mir vor, ich müsste euch das alles durchlesen. Sitzen wir in 3 Jahren noch da. Da ist da kein Spaß dabei. 112, da waren wir schon. Aber in den müssen wir auch nochmal rein. Da unten ist was, was mich interessiert. So, sollen wir nochmal mit den Gelehrten da reden, mit diesem Wiegelwagel da. Wo haben wir denn der, oder wo ist der? Der Hof der Zitadelle. Willkommen. Ja, hallöchen. Wenn ihr jetzt irgendwo ein Bett findet, lege ich mich da rein, dir sag es. ...24, 23, 22. Mach mal. Auch 19 Stunden. Dann sollte sie eigentlich wieder fit sein, die Kleine. War das jetzt herrlich? Ah. Frühstück gibt's keins, ne? Nö. Menschenfleisch am Morgen. Das Labor. Wo ist denn jetzt dieser Gelehrte? Ah, der ist hinter der Wand. Hallo, grüß Gott, wie geht es Ihnen? Scheiße, hä? Der ist unter uns, glaube ich. Messehalle. Wir sind jetzt da. Ja, keine Ahnung, wo wir hin müssen. Aha, wer grunzt denn da durch die Gegend? Gelehrter Rothschild, okay. Der hält mal ein kleines Nickerchen, auch in Ordnung. Wir werden ihn dann gleich wecken.
Gelehrter der Bruderschaft? Gelehrter der Bruderschaft? Kein Büchlein, keine Wackelpuppe, kein gar nichts. Toll. Alles für'n Popo. Aha. Mädel, lass dich untersuchen, das sucht sich nicht gesunder. Aha. Scheint ja sehr nahrhaft zu sein. Die Brutstätte allen starken und widerstandsfähigen Bruderschaftskämpfern und ja, Freiheitsideologen. Also na, sorry, das sagt man nicht. Freiheit ist natürlich das wertvollste Gut, gell? Also. Armory. Also eins muss dann lassen, Bethesda. Was Level Design angeht, das können sie. Aber mittlerweile. Oh! Hier spricht Quartiermeister Durga. Ich muss sagen, ich weiß nicht genau, was Sie in meinem Waffenhaus zu suchen haben. Bei uns herrscht Zucht und Ordnung. Solange es nicht ausdrücklich vom ältesten Lions verlangt wird, treiben wir mit Außenstehenden keinen Handel. Quartiermeister, Ende. Aha. Schade. Kriegt jetzt kein Geld. Wurscht. Was? Zucht? Treiben? Lecker. Also, sagt mir einer. Scheiße! Darf man halt überhaupt noch irgendwas sagen? Ich fühle mich so benachteiligt. Ich weiß nicht mehr, was ich reden soll. Ja, man darf nicht immer so ernst nehmen. Ist schon traurig genug. Wo ist denn jetzt der Stumpi? Courtyard. Der, Alter, willst du mich verarschen? Der hat da gerade geschlafen. Anwesenheit ehrt uns. Hatten Sie Erfolg mit dem alten Terminal? Vault 87 hat ein Gig, aber ich weiß nicht, wo es ist. Ah, nun ja. Wenn es nur das ist, kann ich Ihnen behilflich sein. Kommen Sie hierher. Ich zeige Ihnen, wo die Vault liegt. Jetzt muss ich den Idioten wieder fliegen, das kann wieder dauern. Denn die NPCs in diesem Spiel sind nicht die schnellsten. Sie sind nicht die schnellsten. Da siehst du es. Ene, mene, mu. Und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht. Energiesystem auf 90%. Muss das sagen, wie alt du bist. Aber nach vollständiger Aktivierung nur auf 37%. Ich bin auf der Suche nach der Ursache des Lecks. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See. Diese Karte zeigt die Lage aller bekannten Vaults in der Gegend. Wir haben Vault 87 hervorgehoben. Hier. Der Zutritt zu Vault 87 wird für Sie besonders schwierig sein, fürchte ich. Wieso ist daran schwierig? Wieso was ist daran schwierig? Das Gebiet ist extrem verseucht. Rund um den Eingangsbereich herrschen tödliche Strahlungsniveaus. Der direkte Zugang ist dadurch ziemlich unmöglich. Wie komme ich durch die Strahlung? An der Strahlung kommt man nicht vorbei. Wer es versucht, ist tot. Es muss einen Weg geben. An Entschiedenheit stehen Sie Ihrem Vater um nichts nach, scheint mir. Und in diesem Fall haben Sie recht. Es könnte einen anderen Weg geben. Vault 87 liegt gleich neben den Höhlen von Little Lamplight. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es in den Höhlen einen Zugang zur Vault gibt. Dann gibt es also unten eine Vault und Sie haben sie nie erforscht? Es gab einige Versuche, aber unsere Ressourcen sind knapp.
Die Strahlung stellte sich als tödlich heraus, also kümmerten wir uns um andere Dinge. Vielleicht haben Sie mehr Erfolg. Danke für die Hilfe. Leider können wir nicht mehr tun. Denn die Bruderschaft steht möglicherweise einer sehr realen Bedrohung durch die Enklave gegenüber. Meine ganzen Anstrengungen müssen jetzt der Einschätzung dieser Gefahr gelten. Ich bin sicher, Sie werden das verstehen. Natürlich verstehen wir es. Die Little Lamplight Höhle nach einem Eingang zu Vault 87 durchsuchen. Ich habe ihn da leider nicht gefunden. 101, 106, 87, 108. Die Bruderschaft steht zu ihren Diensten. Was haltet ihr davon, wenn wir einmal einen anderen Vault an Besuch abstatten? Mal schauen. Irgendwas in die Richtung möchte ich jetzt machen. Schauen wir mal. Doch zuerst müssen wir nach Hause. Und uns einmal äußerst sekret mit an. Was ist denn da oben? Nix. Auch gut. Okay. Aha, die Bösen dürfen, die bösen Neulinge dürfen da schlafen.